Hey, liebe Pokémon Heart Gold Freunde und willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von Pokémon Heart Gold. Im letzten Part haben wir Spoop verloren, Schwab ins Team genommen und gleichzeitig ein Level 65 Bibo bekämpft aus irgendeinem Grund. Und in diesem Part werden wir gegen ein Mabutel kämpfen, wie ich gerade herausgefunden habe. Und wir werden es umbringen. Und wir haben Schwab an erster Stelle, weil es aktuell noch ein bisschen trainieren muss. Da es zum einen noch eine Menge EVs braucht, um von den Werten her etwas akzeptabler zu werden, als es aktuell der Fall ist. Und zum anderen möchte ich Schwabbel als mein Pokémon, als mein Hauptkandidat in der Psycho-Arena in den Kampf schicken. Dementsprechend soll es ein bisschen trainieren dafür, versteht ihr? Deswegen trainieren wir es. Und es hat gleich sein erstes Level ab. Oh Mann, sie werden ja so schnell erwachsen. Level 51. Level 51. Angriff steigt um 4. Alter, das gefällt mir. Mal weiter so, Schwabbel, mach weiter so. Pfft, pfft mich nicht so an. Du sagst pfft und ein anderer Camper-Kollege hat zisch gesagt. Was ist los mit euch? Ich merke schon, ihr Camper, ihr lernt so, wie man ein Lagerfeuer macht und von sich auf sich allein gestellt in der Natur überlebt. Aber was ihr nicht lernt, ist, wie man Sätze bildet mit eurem Mund. Bla 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 nach dem Motto, versteht ihr? Ihr müsst reden. Warum bist du schneller als mein Schwabbel? Kann sein, dass Schmerbel ein unglaublich schnelles Pokémon ist. Das war nämlich gerade ziemlich unerwartet. Verdammte Scheiße. Na gut, können wir weiter. Und ich hoffe einfach mal, dass die Trainer hier jetzt nicht noch weiterhin immer schwächer werden. Ja, ja, klar, wir tauschen hier Vornummern aus, was auch immer. Denn irgendwie sind die Trainer inzwischen hier in der Gegend wirklich sehr, sehr schwach geworden. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich bin nicht zu 100% der größte Fan. Hallo! Solltest du Felszone gehen und mir ein Onyx fangen? Das solltest du wohl tun, alter Mann. Das solltest du wohl tun. Ein Tropius. Level 27. Was soll denn die Scheiße hier gerade? Ich verstehe es nicht. Warum sind die Trainer alle so schwach? Ich meine, Für was soll es gut sein, dass sie mir hier in Kanto jetzt einen Trainer, der Level 27 Pokémon hat, entgegenbringt? Schwalbini! Ich meine, ich soll ja doch ein bisschen trainieren können, oder nicht? Wenn ich hier in Kanto bin, von dem Spiel aus, da ist es, dass ich die Top 4 besiegt haben muss. Warum macht Notsituationen gleich Notsituationen nicht die KP von allen an, wie auch immer? Moment, es hat jetzt einfach 69 KP. Ah, okay, ich verstehe. Ach du Scheiße. Genau, um hier zu sein, muss man die Top 4 besiegt haben. Und ihr kommt hier mit Level 29 und Level 30 Fuckviechern. Was soll denn der Schwachsinn? Die sind nur da, um meine Zeit zu verschwenden. Ich meine, gibt es einen anderen Grund? Ich kann es mir nicht vorstellen. Die Pokémon werden alle gewonnen, so oder so. Auch ohne Randomizer. Das ist doch schwachsinnig. Wanderapie. Schwachsinn, was du machst. Ja, ich tausche Telefonnummern, klar. Dann machen wir das. So, die Gegend hier ist übrigens aus mehreren Gründen interessant. Zum einen, weil wir hier den einen Pokémon-Trainer mit den King-Pokémon hatten, welchen ich ziemlich cool fand. Und zum anderen, weil ich Relax erstmal einen Hypertrank geben werde. Und weil man hier schon näher fahren konnte. Gold und Silber und Kristall, beziehungsweise Kristall. Gold und Silber weiß ich gar nicht. Aber hier konnte man schon näher fangen. Das war für mich relativ interessant, weil Chanera ist ja halt richtig selten gewesen. Kann sein, dass es Remakes hier auch zu vergibt. Ist richtig selten. Und Chanera ist natürlich, wie wir alle wissen, in den meisten Editionen das beste Pokémon von allen, weil es das beschissene Item Glücksei bei sich tragen kann. Und Glücksei ist das beste Item im Spiel. Okay. Nein, Glücksei ist ziemlich fantastisch. Es bringt, wenn man es einem Pokémon zum Halten gibt, bekommt es 50% mehr Erfahrungspunkte. Also bekommt es dann quasi spezielle Erfahrungspunkte. Vor allem, wenn man dann ein Pokémon hat, das ohnehin schon spezielle Erfahrungspunkte bekommt und ihm dann das Glücksei gibt. Man kann es so schnell leveln, es ist absurd. Und dieses Glücksei wird manchmal, ich glaube von 5% oder so, aller Chaneras getragen. Also, da kann man ein bisschen vor sich hin grinden und beten und hoffen, dass man es irgendwie bekommt. Und kann alle Chaneras ausrauben. Also auf jeden Fall eine sehr lohnende Sache, ich finde, das Glücksei. Ja, ja, ihr wollt alle mein Telefonnummer, ich sehe schon. Alter, und Schwabbel. Ey, ich wusste nicht, dass du so ein begabter Tänzer bist. Verdammte Scheiße, seht euch die Moves an. Schwabbel spürt die Musik.
Er hat den Rhythmus im Blut. Fuck. Mit dir würde ich gerne tanzen, mein Freund. Mit dir würde ich gerne tanzen. Packen wir Nudi wieder an die erste Stelle. Nein, dein nacktes Pokémon ist ein Pokémon, mit dem ich auf keinen Fall tanzen möchte. Hallo, alter Mann. Aber sowieso, ich meine, dieses Pokémon an den Ort, an dem wir uns begegnet sind. Und schwelge in Erinnerungen. Oh Gott. Pokéfan, Pokéfan. Warum ist der Overworld Sprite so komplett? Oh, ein Krampfchef. Wisst ihr? Krampfchef ist so ein Pokémon, das ich jetzt, glaube ich, je älter ich werde, immer mehr zu schätzen weiß, weil es irgendwie vom Design her ziemlich cool ist, wie ich finde. Es ist irgendwie ein cooles Pokémon. Ich glaube, ich mag Krampfchef. Das ist eine Sache, die ich bisher noch nie gesagt habe und nie drüber nachgedacht habe. Aber ich glaube, ich mag Krampfchef. Er ist ein cooles Pokémon. Krabbox dagegen ist absolut schrecklich. Ich meine, habt ihr den Hut gesehen, den Krabbox trägt? Geschmacklos. Ich, als ein Teil der Fashion-Polizei, sage Nein zu diesem Hut. Nein, den solltest du nicht tragen, Krabbox. Nicht gut. Der Hut steht dir nicht gut. Hey, es ist mein Bromon. Wo läufst du hin? Er ist weg. Oh, Mann, du hier. Das ist ja schön. Oh, dann bist du ja immer wie männlich. Du bist so männlich, ja. Und diesmal schaffe ich es wirklich. Ich bin den ganzen Weg bis hierher gereist. Und weiß nun wieder etwas genauer, wo Suicune hin will. Ich würde, ich mein Wissen ja für mich behalten, aber vor Suicune will ich ganz offen sein. Daher will ich dir einen kleinen Hinweis geben. Suicune bevorzugt nördliche Ufer und luftige Höhen. Dort soll man diesen Pokémon angeblich begegnen können. Wo genau das sein soll, weiß ich selbst auch noch nicht. Es wird also ein Wettlauf zwischen uns beiden, wer es zuerst herausfindet. Irgendwelche Seen und luftige Höhen, okay? Ach so, nördliche Ufer hat er irgendwas gesagt. Nördliche Ufer. Haben wir hier wirklich nördliche Ufer? Da ist kein Ufer. Das ist wahrscheinlich das nördlichste in Prismania City oder so. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wie auch immer. Und luftige Höhen. Wird vermutlich der, jetzt vielleicht der Silberberg sein. Ich weiß nicht, ich meine, das ist eine ziemlich luftige Höhe. Steht sogar, ein ehrwürdiger Berg, der zwischen Kanto und Johto in den Himmel ragt. Ehrwürdig, der Berg. Das ist ein Ehrenmann, könnte man fast sagen. Und der ragt auf jeden Fall in den Himmel. Da können wir vielleicht Suicune treffen. Oder nicht, das ist mir relativ egal. Das interessiert mich, dieses Fuckviech. Ernsthaft. Level 38! Level 38! Oh Mann. Die Trainer wurden alle jetzt immer nur noch schwächer. Ich glaube, ich bin hier sogar für Kanto-Verhältnisse aus HeartGold und SoulSilver bin ich hier irgendwie eine schreckliche Reihenfolge gelaufen, in der ich gegen noch schwächere Pokémon kämpfe, beziehungsweise ich habe zuerst gegen etwas stärkere gekämpft und jetzt, warum schicke ich meinen Pflanz-Pokémon gegen ein Pokémon in den Kampf? Ich habe zuerst gegen etwas stärkere Pokémon gekämpft und jetzt werden sie so lächerlich schwach. Es ist doch bescheuert. Weißt du was? Ich wechsle gar nicht erst aus. Es ist mir egal. Fick dich, Nidoqueen. Nimm dies. Sollte die Hälfte der KP wegmachen. Oder... Achso, ein Volltreffer. Okay, ich wollte gerade sagen. Ey, ich war kurz verwirrt. Ich habe mich fast selbst verletzt und verwirrt, weil ich auf jeden Fall... War das ein bisschen mehr Schaden, als ich gedacht hätte von... Laubblatt. Zauberblatt. Laubblatt. Ey, Zauberblatt. Aber es war auch ein Volltreffer. Dementsprechend gibt es nichts, worüber ich mich beschweren könnte. Und wir haben Level 50 mit Blue Profi. Sind jetzt nicht schon alle Level 50? Fuck, das geht alles. Es geht mir ein bisschen zu schnell. Wir kommen echt gut voran aktuell. Alter. So, das Problem ist nur, wir brauchen ungefähr, wenn wir gegen Rot kämpfen wollen, brauchen wir wohl einen Durchschnitt von Level 70, vermute ich mal. Was relativ unangenehm werden könnte. Denn bis Level 70 ist noch ein weiter, weiter Weg. Ich glaube, der letzte Arena-Leiter hier aus Kanto, der gute Gary Man, Blau, wie er genannt wird, ich glaube, er war vom Level her auch ziemlich hoch. Das heißt, gegen den sollte ich auch nicht einfach so unvorbereitet oder ohne mich vorher zu informieren kämpfen. Denn ich meine, dass er auch wirklich ein sehr hohes Level hatte. Wo ich den Kommentaren davor gewarnt, meine ich damit. Mir hat jemand gesagt, hey, MOP, bevor du gegen unseren besten Freund Gary Eich kämpfst, solltest du vielleicht... eventuell drüber nachdenken, vorher ein, zwei Level-Ups noch hinzulegen. Weil sonst eventuell ein bisschen problematisch werden könnte. Der ist nämlich tatsächlich ein bisschen hoch vom Level her. Da habe ich mir gedacht, ja gut. Fuck, das heißt, ich muss trainieren. Allerdings
Ich weiß nicht, ob wir so weit wirklich einen 70er-Durchschnitt brauchen, denn ich glaube, was wir noch machen werden, ist, dass wir auch die Rematches bei den Top 4 machen. Ich glaube, es wäre eine ganz gute Methode, wenn ich dann eh für Rot trainieren muss. Ich meine, dafür wären wir aktuell immer noch zu schwach, aber das kann man, denke ich, machen, wenn man alle Orden hat. Ja, genau, ich glaube, wir werden uns alle Orden holen. Dann werden wir den Rematch gegen Top 4 machen und dann geht's zum Silberberg. Das klingt eigentlich soweit nach einem relativ guten Plan, wie ich finde. Ey, ja, Level 44er Pokémon. Wundervoll. Wird ja langsam mit euch, es wird ja langsam. Problem ist nur, dass es eine Doppelschwäche gegen Nudi hatte. Und Nudi hat das Gyarados ziemlich hart weggenudelt. Versteht, was ich meine? Weil es nackt ist. Ich verstehe, was ich meine. Route 15. Waren wir schon auf Route 15? Ernsthaft, waren wir da schon? Ich weiß es nicht. Waren wir schon auf Route 15? Da haben wir was gefangen. Ah. Ich kann es nicht sagen, am Ende waren wir dann schon da und dann fange ich wieder ein Pokémon. Dann haben wir wieder. Dann haben wir 102.0 quasi. Das ist nicht schön. Ich will nicht ein Pokémon für 6 oder 7 Parts bei mir haben. Mir denken, Mann, das ist echt ziemlich stark und ziemlich cool. Und dann auf einmal herausfinden, dass ich es gar nicht haben darf. Dann ist es auf einmal weg und es gibt eine Sache, die auch die Geld und Essen nicht füllen können. Das ist die Einsamkeit in meinem Herzen, die ich seitdem spüre. Sie ist sehr stark. Ich könnte sagen, es war sehr effektiv. Es war sehr effektiv. Auf jeden Fall möchte ich sowas nicht nochmal. Keine weitere derartige Situation. Wenn man schon von Pokémon, die mir fehlen und ein Loch in meinem Herz hinterlassen haben, redet. Wir sehen uns, Sejong. Wir sehen uns. Grüß Nasino von mir, wenn du ihn irgendwo siehst. Ich meine sie. Nasino war ein gutes Pokémon. Ein sehr gutes Pokémon. Und Yugong dagegen ist ein dreckiger Haufen Scheiße. Fucking Yugong. Ernsthaft, ich mag. Gibt es Leute, die Yugong wirklich mögen? Ey, glaub nicht wirklich, das ist auch irgendwie so ein richtig charakterloses und langweiliges Pokémon. Das ist. Nee, Yugong ist nicht cool. Hat irgendjemand mal Yugong trainiert? Bestimmt irgendjemand mal beim ersten Mal durchspielt oder so. Nur die gleiche Situation wie mit Leuten, die Golki trainiert haben. Ey, habe ich ja gefragt. Ein paar Leute haben gesagt: Ja, hey, irgendwie, pass auf. Tatsächlich habe ich einen Golking trainiert. Eigentlich seit das Spiel damals zum ersten Mal durchgespielt, ich hatte keine Ahnung. Eigentlich war es ziemlich hart scheiße. Ich denke, so eine ähnliche Situation ist auch mit Yugong. Dass Leute es vielleicht beim ersten Mal durchspielen irgendwie trainiert haben und haben sie gemerkt, oh Mann, das ist nicht mein Lieblings-Pokémon. Vielleicht sollte ich was anderes ins Team nehmen. Und so läuft das dann. Ein Skunk-Tank. Ernsthaft, Skunk-Tank ist ziemlich gefährlich tatsächlich. Friss! Fuck. Friss mein Super-Duper-Angriff und ich hoffe, dass er ein bisschen Schaden auszahlt. Wundervoll! Damit spare ich mir direkt die Donnerwelle. Und du hast dein eigenes Grab geschaufelt, Skunk-Tank. Dein eigenes. Skunk-Tank. Das heißt gar nicht Skunk-Tank. 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 Nee, wie wirst du denn ausgesprochen? Lass mich das mal eben nachchecken. Wäre ich doch ein bisschen interessiert dran. Skunk-Tank. Wie wirst du ausgesprochen? Skuntank. Okay, es ist ein Skuntank. Der Name kommt von Skunk und Gestank. Das heißt, es ist ein stinkendes Stinktier, könnte man fast sagen. Der Name ist nicht redundant oder so. Das ist ziemlich gut. Lichtschild willst du erlernen, weißt du was? Darüber können wir reden, Udi. Darüber können wir reden. Oh. Ja, nee, wisst ihr was? Wir lernen kein Lichtschild. Wir bleiben lieber bei Ladevorgang. Wir bleiben bei Ladevorgang. Kein Lichtschild für uns. Ich meine, Lichtschild ist kein verkehrter Angriff. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Ladevorgang für das Pokémon an sich sinnvoller ist. Was mache ich da gerade? Schlenk ist in einem 2 gegen 2 Kampf absolut schrecklich. Das ist das schrecklichste Pokémon, das man im 2 gegen 2 Kampf haben kann. Ich meine, der Surfer, er trifft alle Pokémon auf dem Schlachtfeld und das ist nicht zu 100% optimal. Ja, übrigens, habe ich das eigentlich schon angemerkt, dass ich, das habe ich gar nicht angemerkt. Fuck. Habt ihr...
das kleine Mädchen hat Lugia und ein Schweinchen. Oink, oink. Einfach so ein kleines Schweinchen. Ladungsstoß trifft auch alle. Davon bin ich nicht begeistert. Was hab ich gesagt? Auf Lugia. Oh Gott. Oh, danke an alle, die 50 Mal in den Kommentaren Gesundheit schreiben, obwohl das Video hier schon jetzt ein paar Tage in der Vergangenheit aufgenommen wurde und dieser Nieser schon sehr, sehr lange her ist, wenn ihr das hier seht. Aber trotzdem, bist du gerade paralysiert worden? Was zum Fick war das? Ah, ich hab den Angriff gemacht. Ach ja. Und mein Blutpuff hier habe ich damit paralysiert. Absolut wundervoll. So, wir machen noch einen Ladungsstoß und dann sollte dieser Kampf soweit überstanden sein. Yeah. Okay. Ich habe mir kurz Sorgen gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, dass dieser Angriff fucking schwach war. Dann dachte ich mir, das ist gut gelaufen für mich. So, bringen wir alle um. Mit alle meine ich alle außer Blue Puffy. Der Blue Puffy kann diesen Ladungsstoß tatsächlich ziemlich gut wegstecken. Ah, dann soll dieser Kampf so gut wie gewonnen sein. Die haben fucking Lugia gehabt. Das ist ein bisschen absurd. Was haltet ihr eigentlich von Schatten Lugia? Was eigentlich so im Nachhinein auch eine interessante Sache ist, dass überhaupt existiert. Das war aus Pokémon XD. Das Spiel, das wirklich, wirklich unironisch und mit vollem Ernst und tatsächlich Pokémon XD heißt. Es heißt so, wirklich. Das heißt, sogar wenn irgendjemand irgendwo mal von dem Spiel was schreiben will oder so, steht er da wie ein Vollidiot, weil er sagt, ich mag Pokémon XD. Steht man da und man denkt sich, oh Mann, du bist ja ziemlich random. Mit dir würde ich ja gerne Unterhaltung führen, aber tatsächlich hat die Person gar kein Smiley oder so verwendet, sondern wollte nur ein Spiel, welches sehr unterschätzt ist, die Anerkennung geben, die es verdient hat. Aber es sollte scheinbar nicht so sein. Du kannst Pokémon XD nicht einfach so schreiben. Ich denke, das ist auch der Grund, warum Leute sagen, dass sie Pokémon Kolosseum mögen. Ich meine, die Spiele sind sehr ähnlich. Man ist bei beiden Spielen auch immer in der gleichen Gegend unterwegs, aber machen wir uns mal nichts vor. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Pokémon Kolosseum war nicht so gut wie XD. XD hat das ganze Konzept in vielerlei Hinsichten einfach erweitert und verbessert. Es ist ein sehr schönes Spiel. Vor allem eigentlich die GameCube-Teile. Ich finde es schade, dass eigentlich seitdem nie wirklich mehr ein weiterer richtiger Konsolenableger von Pokémon rausgekommen ist. Die für den GameCube waren ziemlich interessant, weil man einfach immer 2 gegen 2 Kämpfe gemacht hat. Was ich ziemlich super fand. Ich mag die 2 gegen 2 Kämpfe und ein ganzes Spiel, das darauf basiert. Damit kann ich was anfangen. Bisschen doof oder was viele nicht mochten, war die Tatsache, dass man da nicht frei seine Pokémon fangen kann, sondern dass man wirklich auf, ja, dass man nur auf, keine Ahnung, 50, 60 Pokémon pro Ableger begrenzt ist. Beziehungsweise beschränkt, Alter, Rihonio. Sieht so dumm aus. Was man auf ein paar Pokémon beschränkt ist, weil die Gegner, die habt ja ihre Krypto-Pokémon, welche quasi Schattvariante der normalen Pokémon sind. Und das sind die einzigen, die man sich fangen kann. Oh, das ist ein bisschen doof. Weil es auf der anderen Seite den Vorteil hat, dass man mit dem Krallball in Pokémon der Gegner einfach so wegkrallt. Und das ist relativ cool. Aber es ist ein bisschen angestrengt. Aber wisst ihr was, das ist eine Sache, mit der ich leben kann. Zum Beispiel, vor allem in XD, in Pokémon Kolosseum, war es auch so, dass man startet da übrigens auch mit dem, vom Leveldurchschnitt her nicht auf 5, was ich ebenfalls für eine gute Sache halte. In Pokémon Kolosseum war es auch so, dass man mit dem Cyanod nach Tara gestartet ist. Was keine verkehrte Sache ist, ich bin mir sicher, viele Leute würden sagen, das ist ein gutes Starter-Pokémon, würde ich auch nichts dagegen sagen. Aber, in Pokémon XD starten wir mit einem Evoli. Oder mit 2? Ich glaube, man hat ein Evoli, bin ich mir ziemlich sicher. Und das kann man dann in der ersten wirklichen Stadt, die man erreicht, zu einer beliebigen Weiterentwicklung machen. Das heißt, da kannst du dir was aussuchen. Du kannst einen Aquana haben, Flamara, Blitzer, Nachtara oder Psyana. Und mehr gab es damals nicht. Es war 3. Generation. Das halte ich für eine ziemlich coole Sache. Ich meine, Evoli ist so ein gutes Starter-Pokémon. Es bietet sich halt echt wirklich gut dafür an, wie ich finde. Aber wie auch immer, ich weiß nicht mehr genau, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte sagen, dass Pokémon XD der heiße Scheiß ist. Ey, ich habe es auch mal vor irgendwie ein paar Jahren auf dem Kanal mal angefangen zu spielen, aber das ist fucking alt und sehr, sehr schrecklich und keine Ahnung, vielleicht werde ich irgendwann mal was dazu machen, aber ey, ich weiß nicht. Ist ein sehr, sehr langes Spiel.
da ist nicht so einfach, so eine Pokémon-Reihe zu machen, weil es so viele Animationen gibt. Das heißt, man kann da teilweise auch wirklich ein Part in einem Kampf oder so verbringen. Das ist halt ein bisschen sehr langwierig, deswegen ist nur bedingt geeignet. Da, wie auch immer, reden wir darüber, wie viel Respekt wir vor der Arena haben, welche uns bevorsteht im nächsten Part. Ein bisschen, schon, tatsächlich. Und das wird ziemlich beängstigend. Und wie es ganz weitergeht, sehen wir sonst im nächsten Part von der Pokémon Heart Gold in der Randomizer Dazzle Challenge. Wir werden wohl gegen einen Level 60 Simsal oder so kämpfen. Das wird ein Spaß. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.